So, zweiter Aufnahmeversuch. Denn ich habe gerade noch eben die Liste aktualisiert. Denn, wie ihr seht, wir machen heute ein bisschen an die Holzfabrik. Sprich, da hinten die, ja, die Baumfarm, weiß ich nicht. Die Baumzucht ein bisschen mit eingebunden, auf jeden Fall. Den Hühnerstall werden wir heute fertig bauen. Das heißt, heute wird es ein bisschen länger in der ganzen Aufnahmesession. Und dann schaue ich mal, was ich noch reinbringen wollte. Ich wollte eigentlich noch das Bienenhaus doch noch ein bisschen drin lassen. Und das beenden, beziehungsweise noch ein bisschen noch rein switchen. Aber wenn ich jetzt erstmal die anderen drei Dinge ein bisschen angehe, kann ich ein bisschen runterfahren, sprich der Hühnerstall kann raus und dann rücken wir vielleicht mit den anderen Sachen nach und nach rein, weil alles noch ein bisschen Baustelle ist. Und Baustelle ist ein gutes Thema. Wir sind gerade auf dem Dach und ihr seht, vor mir ist ein Raum, denn ich habe mich ein bisschen mit Industrialkraft 2 auseinandergesetzt. Ja, sie haben viel, viel neue Sachen eingebaut. Ich musste mir auch vieles Neues anschauen. Zum ersten Mal gibt es hier so Solardestillatoren, die aus Wasser destilliertes Wasser machen. Das brauchen wir für später. Hab dann hier noch ein bisschen die Außenmauer langgezogen. So sieht man das. Das wären nachher so Kuppeln, die hier noch drüber kommen auf den Stellen. Bei den anderen auch. Vielleicht wären das auch so Türme. Das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Ich wollte das so ein bisschen dynamischer machen. Hier kommt so ein Schrägdach auf, so mit so ein, zwei oder vielleicht drei Dinge nach unten. Und da kommt dann noch ein Block vor. Ja, Industrial Craft 2. Was habe ich einerseits gemacht? Eine Soil Canning Machine ist einfach. Brauchen wir nicht viel erklären. Das ist das wichtigste Ding. Hier produzieren wir unsere Coolant Cells. Die müssen wir mit dem destillierten Wasser füllen, was in den Tank hier reinkommt. Anreichern es mit Lapis Lazuli das dann und erhalten dann die Coolant Cells im Endeffekt. Werde ich aber nachher ansteuern, das habe ich noch nicht bearbeitet. Wir können aber schon mal. Das können wir auf jeden Fall schon mal wegmachen. Ja. Ich habe den Magnet, habe ich wieder an, genau, weil ich den ausmachen musste, weil ich unten wieder was gebaut habe. So, jetzt behalte ich das mal im Auge hier. So, wir haben jetzt 4 Kompressoren hier angeschlossen. Ich habe 4 Recycler, die wir jetzt ein Ignis Extruder anbekommen haben. Dann haben wir noch einmal einen Elektrolyse, 2 Mersuator und dann noch Metallformer jeder einmal. Da muss ich noch ein paar Schilder anbringen, damit ich auf jeden Fall weiß, wo was ist. Alles im anderen landet dann, wenn es fertig ist, in der Kiste hier. Damit ich auf jeden Fall immer einen Output habe. Und wie man sieht, sind sehr, sehr viele Kabel, die auch zusammenführen. Jeder hat eine Kiste, das heißt, ich muss nicht in die Maschine reinwerfen, sondern ich kann stackweise das in die Kiste reinschmeißen. Es wird dann kompressiert und landet dann da vorne in der Kiste. Ja. Hier hinten habe ich dann noch eine Kiste für das Recycelte. Wird dann umgearbeitet, wie man sehen kann. Und dann landet es dann unten bei der Jujumeta-Fabrik, wo es auch noch nicht viel ist. Ich glaube, jetzt müsste ein. Ist das schon ein Millibucket drin gewesen? Nee, drin gewesen war. Ich hasse das Fliegen hier. Ein Millibucket war auf jeden Fall noch nicht drin. Aber jetzt ist eine drin. Ich glaube, wo ich aufgehört habe, waren 900 drin oder so. Also viel ist da nicht mehr zugekommen. Ja, jetzt habe ich noch ein paar Bäume angelegt. Wetspruce habe ich noch ein bisschen züchten können. Beziehungsweise habe ich hinbekommen. Durch die Pollen, die mir ein bisschen dazu geflogen sind. Ja, hier sammle ich dann halt immer noch Bienen an. Derzeitig und den Bienenstoff. Ja, und hier bin ich gerade wieder drauf und dran, wieder die Bienen richtig zu züchten, weil die ein bisschen durcheinander kamen. Das gleiche ist, glaube ich, hier. Ja, ich muss die mal ein bisschen reinlegen und neu züchten. Das ist immer ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, warum das geschehen ist. Warum die sich ein bisschen da durcheinander gehen. Das weiß ich leider nicht. Und man da Prioritäten einstellen muss. Weil ich hatte es eigentlich gemacht, dass hier unten. Ah, jetzt Priorität 1 muss da rein. Dass das alles ein bisschen läuft. Ging ein bisschen daneben, ist aber auch nicht schlimm. Man züchtet sie einfach von neu dann an der Stelle. Ja, im Keller ist nicht viel passiert. Hier ist nur der Boiler noch. Hier pumpt es immer noch Energie rein, beziehungsweise ein bisschen Energie. Was Neues, man sieht es gerade bei mir im Inventar, ist ein Resonant Flux Pack mit Armor. Das heißt, ich kann es als Rüstung anziehen und habe immer meine Waffen aufgeladen. Man sieht es auch oben rechts. Ah, jetzt sieht man es gar nicht im Bild, ne? Moment. Kann man das ein bisschen. Moment.
wenn ich das ein bisschen anpasse. So. Ne, das ist das Bild. Moment, Gameaufnahme. Uns ein bisschen anpassen. Hier auch. Vielleicht schieben wir das ein bisschen rüber, dann ist das auch ein bisschen rechts optimal. Moment, das haben wir gleich. Ich glaube, so können wir es lassen, ne? Szene bearbeiten. Ja, jetzt ist mal ein bisschen besser oben rechts. Da guckt jetzt mal hin, wo die Maus jetzt gerade ist. Da ist Fluxpack Energy 94%. Das heißt, immer wenn ich was abbaue, lädt sich direkt alles wieder bei mir automatisch auf. Das finde ich ganz, ganz gut. Und hier füllt sich alles immer mehr und mehr. Das liegt daran, dass alles hier voll ist derzeitig. Mein Honig ist voll, mein Öl ist voll, weil ich es nicht bearbeitet bekomme. Beziehungsweise den Endeffekt, dass ich Strom brauche oder so, nicht ausbauen. Jetzt kommt, glaube ich, das Minecart für die Items kommt wieder, stimmt. Das fährt er immer noch hin und her und hin und her, bis es nicht mehr geht. Weil hier ist die Bioanlage, da stehe ich ja momentan fest, da will ich ja noch weitermachen. Das kommt aber dann in den späteren Folgen. Jetzt werden wir noch ein bisschen Industriecraft machen. Das heißt, wir craften uns noch ein bisschen was vor. Werde später noch so eine solardestillierte oder Solaranlagen für destilliertes Wasser bauen. Es kann auch möglich sein, dass ich das oben auf dem Dach von dem Weißen Haus baue, was jetzt möglich ist, weil da viel, viel Platz vorhanden ist. Aber jetzt erstmal zum ME. Wir brauchen noch Itemkabel, brauche ich definitiv. Vielleicht auch nicht. Energy-Kabel brauche ich, glaube ich, auch nicht. Was ich brauche, ist eventuell Lapis Lazuli. Lapis Dust. Da haben wir noch ein bisschen. Wie können wir das denn herstellen? Das kriegen wir aus DIT. Oder Maceratoren. Kompressor, die Drops. Pulverweiser. Ah, stimmt. Das heißt, ich werde vielleicht noch ein bisschen da reinpacken. Der Crafter brauche ich gerade nicht. Die Tanks können weg. Die Eimer brauche ich auch nicht. Das brauche ich vielleicht. Das weiß ich auch noch nicht. Wir brauchen vielleicht noch eine Chest. Chest würde ich auf jeden Fall sagen. Für Lapis Lazuli Dust. Filter. Wir werden noch ein bisschen was anderes machen. Filter. Und wir brauchen doch noch ein paar Item Pipes. Weil wir ein bisschen mehr machen doch jetzt. Item reicht. Würde ich ganz sagen, das reicht. Möchte noch was? Ja, die Rezepte findet eigentlich sehr, sehr im Internet. Also zu dem ganzen Maschinen könnt ihr sehr schnell im Internet finden. Da will ich jetzt eigentlich nicht so viel zeigen. Weil es auch nicht viel gibt dafür. Wir brauchen einmal die untere Chest. Das heißt, ich brauche noch eine. Da reicht auch wieder eine Eisenchest. Platz habe ich noch, okay. Ich müsste eigentlich noch irgendwo ein ME-System beziehungsweise im zweiten Stock dann so ein ME-Terminal anbauen. Hier unten habe ich ja 4, das ist ja eigentlich schon extrem. Chest. Ein Eisen. Damit werden wir das gleiche mal wieder unten. Das heißt, ich werde da ein paar Cannons reinschmeißen, wenn ich da ein paar von habe. Und hier könnte ich eigentlich noch ein. Ja, die Kugel, das Problem ist jetzt, die Kugel ist mittig vom Gebäude. Das wollte ich damals sehr haben. Bis mir aufgefallen ist, als ich das jetzt hingestellt habe. Mist, kannst du nicht machen. Ist aber nicht sehr, sehr schlimm, dass sich vielleicht dieses Weiße um die Kugel noch komplett ändern wird. Also da ist es noch nicht mal sicher, dass das feststeht. 1, 2, 1,5. Schmeißen wir da auch noch was rein. Dann können die Jungs hier auf jeden Fall ein bisschen arbeiten, weil ich nämlich noch Overclocker in die ganze Sache reinbringen möchte. So, jetzt brauchen wir erstmal eine Chest hier. Und dann würde ich sagen, wir machen noch eine Chest dahin. Denn ich will das Lapis Lazuli, was direkt aus den Messwetter kommt und beziehungsweise in die Kiste reingeht, direkt hier rein haben. Das heißt, da gar nicht so viel mit rumspielen.
So, der muss auch hier noch runter. Jetzt muss ich wieder gucken, dass ich das wieder bei dem anderen auch so mache. Da das Fliegen immer super klappt hier, springe ich doch lieber drauf. Warte mal, jetzt muss ich gucken, wo habe ich denn den Anschluss von der Maschine? Das ist der. Was ist, wenn ich jetzt so mache? Ich könnte doch normalerweise da hinten hingehen. Jetzt muss ich nur. Der muss unterbrochen werden. Und der, ne? Ich glaube, dann war es das. Ne, Extract. Schon richtig. Jetzt muss noch der unterbrochen werden und der. Und dahin könnten wir sagen, alles, was darunter fließt, fließt auch direkt wieder in die Kiste. Das heißt, es werden die angereicherten Coolant Cell Insert. Jetzt muss ich noch einmal kurz in den Keller darunter. Wie komme ich denn da? Hier komme ich auch nicht mehr runter. Ah, dann machen wir uns hier mal so ein Loch rein. Ein Baubeutel. Nehmen wir gleich mit. Extract. So. Jetzt brauche ich noch Holz, weil ich das unter die Kiste mache. Aus dem Grund, dass die Kisten besser angezeigt werden. So, warte mal, jetzt müsste ich doch eigentlich. Ah, komme ich gleich erst dran. Ah, ne, das ist ein bisschen blöd. Ich könnte die Linie schon nehmen, ist richtig. Beziehungsweise ich muss einmal noch trennen. Oh, ich hasse es. So, jetzt holen wir uns mal Lapis Lazuli Dust. Springen wir nochmal kurz runter und programmieren das schon mal ein. In die Kiste hier. Und zwar Insert. Filter Priorität 1 auf jeden Fall. Lapis Lazuli Dust. So, und der kommt ja von da nach da rein. Das heißt hier Extract. Da Insert. Oh, habe ich mich erschrocken, mein Handy. Dein Akku ist bald alle. Gut, dass wir das geklärt haben. Jetzt frage ich mich sehr stark, packst du es in die richtigen Slot rein? Ja, packst du in den richtigen Slot rein. Hier ganz gut bedenken. Fueled Sandwich Tank or Cell. Das heißt, egal was drin ist, er wird einen Tank oder die Zelle nehmen, die ich dann habe. Aber wir müssen es anreichern. Wir haben eine Option, Canning Maschinen zu bauen. Drain from Cell into Tank. Das heißt, ich packe hier Coolant Cells rein und es wird in den Tank reinkommen. Fill Cell vom Tank. Aber wir brauchen das Anreichern der ganzen Tanks hier. So, jetzt müssen wir, kann ich unten noch, glaube ich, die ranschmeißen. Distilliertes Wasser muss ich noch irgendwie wegbekommen. Kann ich bestimmt irgendwo loswerden. Jetzt müssen wir da unten die Pipe anlegen. Ja. Jetzt können wir sagen, okay, geh hier rein. Jetzt frage ich mich doch sehr stark, macht das denn jetzt auch? Warte mal, wir können mal gucken. Ja, gleich ein fertig, das heißt, 19 und 18 müssten eigentlich da hinten direkt landen. Tut es nicht. Es landet bestimmt als erstes hier drin, ne? Aber ich habe was anderes. Wir können. Das funktioniert auf jeden Fall. Moment. Wir können in, also das Inserten. Nicht das, aber in und out. So, jetzt müssen wir mal in den
Extract gehen. Dort haben wir aber noch einen Filter. Filter, Filter, Filter. Hab ich auch letztens so viele verbraucht von den Mistdingern. Filter 6 Stück nur noch. Wirklich alles richtig zu programmieren. So, dann programmieren wir ein, dass er einfach das rausschmeißen soll. Filter, Extract. Und dann machst du da. Das liegt daran. Ja, ich weiß warum. Die benutzen nicht die gleiche Pipe. So, jetzt müsste der eigentlich nur mal sagen. Ja. Und dann schmeißt er es da hinten noch ein. Das ist super. Das kann ich, die brauche ich vielleicht später nochmal. So, das destillierte Wasser ist fast voll. Das heißt, ich werde das jetzt hier oben versuchen reinzuschmeißen. Das Zeug da reinzukippen. So. Ich hoffe, wenn das klappt von oben. Und wenn das klappt, hätten wir die coolen Cells zum Extract. Die saugt super schnell los und man es verliert super schnell das ganze Material. Ja, und es füllt sich, es füllt sich, es füllt sich. Und wir haben gleich die erste Cell. Wenn wir die erste Cell haben, bin ich total froh. Dann können wir nämlich anfangen. Range Upgrades. Upgrade. Hier zu bauen, da brauche ich nämlich die coolen Cells immer für, denn die kommen unten für den Reaktor. Da soll das ja eingebaut werden, also die Range, dass es auch anzeigt. So, das heißt, jetzt müsste hier die erste coolen Zellen, nice. Okay, dann können wir alles zubauen und alles abdecken. Ging doch schneller, als ich gedacht hätte. Baubeutel. Bauen wir die Facades. Brauchen wir noch welche? Ja, wir brauchen die mit Marble. Aber nicht Marble Paint, sondern Marble normal, weil die Painted sind die Glowstone. Da und da. So, was ich will, dann aus, doch vielleicht einen von den Painted zu nehmen. Komisch. Ah, das sind die anderen Glowstones, ja. Stimmt. Marble. Marble, Marble, Marble. Marble, Marble. Miss Marble. Und die sagen wir vielleicht hier einen Glowstone-Block hin. Jetzt mache ich das gleiche wieder drüben. Obwohl ich gar nicht. Ich würde einfach sagen, komm mal wir zu. Ein bisschen zu tricksen. Machen wir das einfach so, dann ist es auf jeden Fall schöner dahinter. Und wenn wir da noch was offen haben wollen, kann ich es ja wieder offen schlagen. Das ist ja nicht das Problem. So, dann. Covern das wir ein bisschen auch ab. Dann sind die Räume schon ein bisschen getrennt vom Hinterraum. Denn ich habe gedacht, man muss immer in den Gängen arbeiten. Und da ist mir auch gefallen, komm, muss das hier wenigstens in den Gängen arbeiten. Schön viel Platz im Eingang, wo man laufen kann. Vielleicht mal sowas daneben herstellen, das ist nicht so schlimm. Da hat man schön Platz zum Auslaufen. Kann sich um den ganzen Kabelkram kümmern, man kommt immer dran. Dann läuft es auch perfekt. Ersten coolen Zelt siehst du. Okay. Der Lapis verschwindet dann da hinten. Das heißt, wir haben das auf jeden Fall schon mal abgehakt. Wir können es laufen lassen. Und müssen uns dann nur noch um den Rest kümmern. Das heißt, die coolen Zelt. Brauchen wir denn eigentlich die coolen Zelt für Coolant? Ja, die müssen wir eigentlich nur upgraden, ne? Ja, das sind die Universal. Brauchen wir
braucht man die für irgendwas? Coolen Zelt. Ne, man kann höchstens das noch transportieren, das Zeug. Das sieht natürlich geil aus. Ne, die macht man jetzt eigentlich nur noch zu den 10k Coolen Zelts mit Tin Plates. Tin mit Hammer. Oder in die Wow Link. Das heißt, wir können uns mal ein bisschen Tin holen. Und machen uns mal ein paar. Wir können eigentlich allgemein mal ein bisschen Tin holen. Ich habe sowieso wenig von dem anderen Zeug. Tin, 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 Tin. 1, 2, 3, 4. Können es, glaube ich, auffüllen, ne? Und machen wir uns ein paar Platten und ein paar. Was gibt es aus dem anderen raus? Das weiß ich gar nicht. Schneiden will ich so auf jeden Fall nicht. Also ich will keine Kabel raus haben. Das will ich nicht. Hier möchte ich Hammer. Machen wir uns da was von. Und von der anderen machen wir uns auch was von. Da geht nicht, okay.